How to WeChat Folge 3 mit WeChat bezahlen. Das Tutorial hat diesmal zwei Teile. Zunächst wird erklärt, wie man WeChat mit einem Bankkonto verbindet und im zweiten Teil wird dann genauer auf die Bezahlung selber eingegangen. Um die Funktion freizuschalten, muss man zunächst von einem anderen Nutzer Geld zugeschickt bekommen. Ihr müsst also jemanden, der WeChat Pay bereits benutzt, darum bitten, euch mal zumindest einen Yuan, also einen RMB, euch zuzuschicken. Wir beginnen damit, euren Account mit dem Bankkonto zu verbinden. Ihr habt also eine Überweisung erhalten, klickt darauf und bestätigt dann den Empfang. Ihr müsst jetzt zunächst euren Namen bzw. eure Identität bestätigen. Dazu müsst ihr verschiedene Daten eingeben. Es werden einige Informationen wie der Name, ID-Typ bzw. dann eure Passnummer abgefragt. Die müsst ihr alle angeben und tatsächlich mit den korrekten Daten, denn das wird überprüft. Dazu dann auch die Nationalität, also bei den meisten von euch wahrscheinlich Deutschland, euer Angestelltenverhältnis, Land und Region. Und wenn ihr alles eingegeben habt, dann klickt ihr weiter. Im nächsten Schritt müsst ihr eure Kartennummer angeben, also die Kartennummer des chinesischen Kontos. Dann müsst ihr eure Telefonnummer eingeben und diese Telefonnummer muss übereinstimmen mit der Telefonnummer, die ihr auch angegeben habt, als ihr euer Bankkonto eröffnet habt. Also bei der Eröffnung des chinesischen Bankkontos. Diese Nummer muss identisch sein. Wenn ihr das alles eingegeben habt, dann erhaltet ihr eine SMS auf euer Handy mit einem Verifizierungscode und diesen müsst ihr dann eingeben. Ihr müsst dann ein 6-stelliges Zahlungspasswort festlegen und das dann auch bestätigen. Wenn ihr all das eingegeben habt, dann seid ihr authentifiziert und könnt den Betrag, den euch ein Freund oder Kollege zugeschickt hat, bestätigen. Unter Mich in WeChat, also der Knopf rechts unten, da seht ihr dann auch die Funktion WeChat Pay. Um weitere Karten hinzuzufügen, müsst ihr dann auf Mich, WeChat Pay, Brieftasche, Cards und dann Karte hinzufügen klicken. Schauen wir uns den nächsten Schritt an, das Thema der Bezahlung. Hier sei erwähnt, dass es hauptsächlich zwei Wege zu bezahlen gibt. Einmal für offizielle Geschäftsstellen von beispielsweise Restaurantketten oder Convenience Stores wie McDonald's oder 7-Eleven und dann noch einen Weg für private, kleinere Händler. Also beispielsweise Händler, die Früchte am Straßenrand verkaufen, also auch Streetfood. Im Anschluss werden euch jetzt beide Wege erklärt. Schauen wir uns zunächst die Transaktionen an offiziellen Geschäftsstellen an. Wir öffnen also WeChat Pay. Dann auf Geld öffnen klicken. Sicherheitshinweis schließen. Den QR-Code scannen lassen. Und der Betrag wird automatisch vom Konto abgebucht. Nun zum Bereich Transaktionen bei Privathändlern. Wir öffnen rechts oben in WeChat das Pluszeichen, klicken auf QR-Code scannen und scannen dann den grünen QR-Code. Hier sei gesagt, dass der grüne QR-Code für WeChat Pay ist. Wenn ihr eine blaue Umrandung habt, dann ist das für Alipay. Also wenn ihr mit WeChat bezahlen wollt, dann immer den QR-Code mit der grünen Umrandung scannen. Ihr gebt dann den Betrag ein, bestätigt mit eurem Code
und der Betrag wird von eurem Konto abgebucht. Das war Folge 3 zum Thema Bezahlen mit WeChat.